Liebes Kind, lieber Sohn, liebe Tochter, Gott ruft dich auf, aufzustehen und die zweite Chance anzunehmen, die er dir gibt, auch wenn Stürme getobt haben und Wellen dich umgeben haben, hat der Herr dich nie verlassen. Auch wenn du dich von seiner Gegenwart entfernt gefühlt hast, war er da. Höre aufmerksam zu und du wirst ihn jetzt zärtlich mit dir reden hören. Der Feind hat versucht, dich zu zerstören, aber er wird keinen Erfolg haben. Was für das Böse bestimmt war, wird Gott zum Guten verwandeln. Er wird alles wiederherstellen, was der Feind zu stehlen versucht hat. Die Zusammenbrüche, die du erlebt hast, waren nur Vorbereitungen auf die Siege, die Gott für dich vorbereitet hat. Obwohl das Weinen die Nacht dauern mag, kommt die Freude am Morgen. Dein Tag des Jubels naht. Bald geht die Sonne an einem neuen Tag auf. Gott tut jetzt etwas Neues in deinem Leben und es sprießt. Halte deine Augen auf ihn gerichtet. Siehe, er macht alles neu. Die alten Dinge sind vergangen. Verzweifle nicht an deinen vergangenen Fehlern. Gott sieht die wahren Wünsche deines Herzens. Dein Geist sehnt sich nach ihm. Du hast Hunger, ihn mehr zu kennen. Auch er sehnt sich nach einer tiefen Intimität mit dir. Je näher du ihm kommst, desto näher wird er dir kommen. Komm jetzt zu Gott und finde Ruhe für deine Seele. Entlaste deine schweren Lasten auf ihn, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Du bist zum Freiheit geboren. Er hat so viel für dich zu zeigen, so viele Orte, um dich zu führen, aber zuerst muss er die Ketten brechen, die dich gefangen halten. Es ist Zeit, dass du aufstehst und wie Adler fliegst zu dem neuen Ding, das Gott in dir erzeugt. Seine Kraft, die in dir wirkt, ist fähig, viel mehr zu tun, als du dir vorstellen kannst. Du hast keine Ahnung von all dem, was er für dich vorbereitet hat. Alles, was er versprochen hat, wird er erfüllen. Was er gesagt hat, wird er tun. Seine Pläne werden gedeihen und erfolgreich sein. Gott ist der Autor und Vollender deines Glaubens. Er wird dir helfen, jedes Hindernis zu überwinden und jede Ziellinie zu überqueren, die vor dir liegt. Wenn du glaubst, bekenne es in den Kommentaren, indem du schreibst: Ich glaube, Herr. Halte dich an seine Stärke. Selbst wenn du 7-mal fällst, wirst du wieder aufstehen. Seine Gnade ist immer größer als deine Fehler. Du magst dich müde vom Kampf gefühlt haben, aber Gott entzündet deinen Geist neu mit heiligem Feuer. Das Licht des Himmels wird deinen Weg erhellen, die Dunkelheit offenbaren und die Angst vertreiben. Die perfekte Liebe Gottes wird deinen Geist erneuern, deine Seele beleben und deine Gaben freisetzen. Heilung in seinen Flügeln, seine Gegenwart bringt Befreiung. Konzentriere dich auf ihn und werde verwandelt. Indem du in ihm bleibst, wirst du gute Früchte tragen. Selbst verwüstete Orte werden durch dein Herz wieder zum Leben erweckt. Deine Tage des Mangels enden. Du trittst in eine Ära von Versorgung, Wachstum und Ernte ein. Wenn du in dein Schicksal eintrittst, wirst du in Segnungen und Wohlstand überfließen. Die zerbrochenen Stücke deines Lebens fügen sich zusammen. Du bist ein Meisterwerk im Werden. Deine Narben erzählen eine Geschichte von Stärke. Gott weiß, dass du immer noch Zweifel haben und dich unqualifiziert fühlen kannst, aber wenn du schwach bist, dann bist du stark. Es ist durch deinen Geist, nicht durch deine eigene Kraft, dass du Großes vollbringen wirst. Sei einfach still und wisse, dass er Gott ist. Hör auf zu kämpfen und wisse, dass er souverän ist. Ruhe im Wissen, dass Gott dein Leben in seinen Händen hält. Jeder Tag wurde in seinem Buch geschrieben, bevor auch nur einer von ihnen existierte. Vertraue darauf, dass er den Weg kennt, den du gehen sollst. Bevor wir fortfahren, preise den Herrn, indem du in den Kommentaren schreibst: Gelobt sei Gott. Halte dich an den Weg, den er vor dir erleuchtet hat. Auch wenn er dich durch dunkle Täler führt, fürchte kein Übel. Er geht mit dir jeden Schritt des Weges. Das Licht von Gottes Gegenwart ist immer bei dir. Er wird dich im geheimen Ort treffen. Er wird durch sein Wort sprechen. Er wird seinen Willen bekannt machen und dich auf ewigen Wegen führen. Komm jetzt mit freudiger Erwartung zu ihm. Ein Tisch ist für dich bereitet in der Gegenwart deiner Feinde. Er wird dein Haupt mit Öl salben und deinen Becher überfließen lassen.
Nie mehr wirst du in Mangel, Verwirrung, Angst oder Niederlage leben. Du bist sein geliebtes, auserwähltes und kostbares Kind. Gott möchte, dass du die Fülle der Liebe, Freude und Frieden erlebst, die er geplant hat. Auch wenn er nicht in seiner Gnade eingedämmt werden kann, hat er gewählt, in dir zu wohnen. Dein Herz ist sein Zuhause. Besuche es oft, werde erneuert, fülle dein innerstes Selbst, bis seine lebendigen Wasser über die Welt um dich herum fließen. Wo die Flüsse Gottes fließen, wird alles leben und gedeihen. Diejenigen, die in der Dunkelheit wandern, werden sein Licht durch dich strahlen sehen. Deine Worte und Taten der Liebe werden verbrannte Seelen wiederherstellen. Deine Freude und Hoffnung werden ansteckend sein. Dein Friede wird überwinden. Wenn du bereit bist zu empfangen, schreibe in den Kommentaren, oh, ich bin bereit, Herr. Das ist der Dienst, zu dem er dich berufen hat. Leben werden einfach durch seine Kraft, die durch dich strahlt, transformiert, ohne Anstrengung, einfach indem du bist. So werden Herzen erobert, indem man die Natur Gottes durch seinen Charakter widerspiegelt. Gehe in Demut, Integrität und Exzellenz. Übernimm das Herz eines Dieners, wie Christus es tat, durch seine Mitgefühl und Selbstlosigkeit. Leben werden transformiert, Seelen gerettet, Körper geheilt. Die Menschen werden die Liebe Gottes durch dich verkörpert finden. Das ist wahre Anbetung, die Erweckung einleitet. Wenn du ihn erhebst, wird Gott seinen Geist in vollem Maße ausgießen. Seine Herrlichkeit wird Städte und Nationen erschüttern. Du bist für eine Zeit wie diese geboren, um sein Gefäß zu sein, seine Stimme, um Herzen zu erwecken. Stehe jetzt auf, übernimm deine Bestimmung, bleibe empfindlich für seine Führung in dir. Sei schnell gehorsam, wenn er sagt, dass du gehen sollst. Bewege dich im Einklang mit ihm. Um unter seinem Schutz zu bleiben, ist der sicherste Ort das Zentrum seines Willens. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird gedeihen. Jeder Angriff, den der Feind startet, wird zusammenbrechen. Halte deine Augen auf Gott gerichtet. Er bereitet einen Weg vor dir. Er salbt dich, um sein Schicksal zu erfüllen. Denke daran, du wurdest vom König der Könige gerufen. Alle Autorität gehört ihm und er überträgt sie auf dich. Gehe mutig voran und tue, wofür du geschaffen wurdest, und wisse immer, dass er bei dir ist. Schreibe in den Kommentaren, Gott ist immer bei mir. Lieber Sohn, liebe Tochter, Gott ruft dich auf, aufzustehen und zu leuchten, denn dein Licht ist gekommen. Auch wenn die Stürme getobt haben, hat er dich immer festgehalten. Jetzt bricht ein neuer Tag an. Alles, was er versprochen hat, wird er tun. Sei mutig, dein Durchbruch ist hier. Er macht alles neu. Komm näher zu ihm, entlaste deine Lasten, finde Ruhe. Du bist zur Freiheit geschaffen, jetzt fliege auf den Flügeln des Adlers. Seine Pläne werden gedeihen, sein Wort wird siegen. Er verwandelt Schwäche in Stärke, Dunkelheit in Licht. Bleib in ihm, trage gute Früchte. Mangel und Dürre werden enden, die Ernte wird kommen. Du bist sein Meisterwerk, gebrochene Stücke ganz gemacht, Narben erzählen eine Geschichte von Widerstandsfähigkeit und Hoffnung. Auch wenn Zweifel bleiben, vertraue seinem Ruf. Durch deinen Geist wirst du Großes tun. Ruhe dich einfach in seiner Souveränität aus, folge dem Weg, den er für dich beleuchtet hat. Das Licht seiner Gegenwart ist immer bei dir, seine Liebe ist bedingungslos. Er findet dich an geheimen Orten, spricht durch sein Wort. Komm mit Freude zu ihm, ein Tisch ist für dich gedeckt. Zeige deine Liebe zum Allmächtigen, indem du in den Kommentaren verkündest, oh, ich liebe dich, Gott. Verweile in seiner Gegenwart, lass die lebendigen Wasser durch deine Barmherzigkeit fließen. Leben werden sich ändern, gehe mit Demut, übernehme ein Herz eines Dieners. Preise ihn, er wird seinen Geist in Kraft ausgießen. Du bist für eine Zeit wie diese geboren, höre seine Stimme und gehe dann mutig voran. Bleibe nahe am Zentrum seines Willens, halte deine Augen auf ihn gerichtet. Der Durchbruch ist hier, er salbt dich jetzt. Geh, lass dein Licht leuchten, er ist bei dir. In Momenten der Stille, wenn die Welt um dich herum still zu stehen scheint, flüstert Gottes Stimme Versprechen von Hoffnung und Liebe.
Jede Prüfung, der du begegnet bist, jede Träne, die du vergossen hast, wurde von ihm gesehen. Er versteht deinen Schmerz, deine Freude und jede Nuance dazwischen. Wenn der Weg vor dir unsicher erscheint, erinnere dich daran, dass Gottes Sicht umfassend ist und menschliches Verständnis übersteigt. Die Schritte, die du machst, mögen klein und bedeutungslos erscheinen, aber sie sind Teil eines großen Plans. Die Wege, die du gehst, auch wenn sie mit Dornen und Hindernissen gespickt sind, formen dich, verwandeln dich in das Gefäß, das Gott sich vorgestellt hat. Es gab Zeiten, in denen du dich treibend gefühlt hast, wie ein Schiff auf hoher See verloren, aber auch in diesen Momenten war Gottes Kompass, seine Führung, dein Leitstern. Er steuert dich durch turbulente Gewässer, stellt sicher, dass du nie zu weit vom Kurs abkommst. Jede Herausforderung ist eine Gelegenheit zum Wachstum, eine Lektion, die gelernt werden muss, ein Zeugnis seiner unerschütterlichen Liebe. Die Welt mag voller Lärm, Geschrei und Chaos sein, aber in der Stille deines Herzens hallt Gottes Stimme klar wider. Es ist ein Ruf zum Vertrauen, um sich nicht auf das eigene Verständnis zu stützen, sondern sich seiner göttlichen Weisheit zu ergeben. Jeder Moment ist eine Einladung, deine Beziehung zu ihm zu vertiefen, die tiefe Liebe zu erleben, die er für dich hat. Dort kannst du das Gewicht der Welt auf deinen Schultern spüren, aber denke daran, dass Gottes Kraft grenzenlos ist. In den Kommentaren, preise den Herrn, indem du Ehre sei Gott schreibst. Er lädt dich ein, deine Sorgen auf ihn zu werfen, Trost in seinem Schoß zu finden. Die Herausforderungen, denen du gegenüberstehst, sind nicht unüberwindbar. Mit Gott an deiner Seite kannst du jede Herausforderung meistern. Die Reise des Glaubens ist fortlaufend, geprägt von Momenten der Klarheit und Zeiten des Zweifels, aber in allen Jahreszeiten bleibt Gottes Treue bestehen. Er ist dein Anker, deine Zuflucht, deine Stärke. In ihm findest du Zweck, Richtung und Erfüllung. Deine Geschichte, mit all ihren Wendungen, ist ein Zeugnis für die erlösende Kraft Gottes. Jeder Rückschlag ist eine Gelegenheit für ein Comeback, jede Niederlage eine Chance auf Sieg. Liebes Kind, lieber Sohn, lass uns im Gebet vereint sein. Bitte höre dieses kraftvolle Gebet aufmerksam an und wiederhole es, wenn möglich, mit mir, sei es durch laute Worte oder leise in deinen Gedanken. Nachdem wir fertig sind, werden wir das Vaterunser beten, also bleib bis zum Ende aufmerksam. Beten wir, Herr Gott, Vater der Liebe und Barmherzigkeit. Wir versammeln uns hier heute, um dir für deine ständige Gegenwart in unserem Leben zu danken. Wir danken dir dafür, unser Zufluchtsort und unsere Stärke zu sein, dafür, dass du uns auf jedem Schritt unseres Weges behütest und uns die Kraft gibst, die Herausforderungen zu überwinden, denen wir gegenüberstehen. Vater, wir wissen, dass du auch inmitten von Stürmen und Prüfungen immer bei uns bist, uns fest in deinen Händen hältst. Wir danken dir, dass du uns nie verlässt, auch wenn wir uns von deiner Gegenwart entfernt fühlen. Wir wissen, dass du immer an unserer Seite bist, sanft und liebevoll mit uns sprichst und dass der Feind keinen Erfolg haben wird, uns zu zerstören, denn du wirst alles, was für das Böse gemacht wurde, in etwas Gutes verwandeln, Herr. Wir bitten dich, weiterhin alles wiederherzustellen, was der Feind von uns zu rauben versucht hat, dass die Tränen der Nacht sich in Freude am Morgen verwandeln und dass die Sonne einen neuen Tag bringt, der die Verheißung eines Neuanfangs mit sich bringt. Lass uns unsere Augen auf dich gerichtet halten und die Wunder betrachten, die du in unserem Leben vollbringst, Herr. Wir wissen, dass du die wahren Wünsche unserer Herzen siehst und dass unsere Geister sich nach dir sehnen. Wir bitten dich, weiterhin unseren Durst und Hunger nach dir zu stillen und dass wir eine tiefe Verbundenheit mit dir erleben können, dass wir uns dir nähern können und Ruhe für unsere Seelen finden, indem wir unsere schweren Lasten auf dich abladen, denn wir wissen, dass dein Joch sanft ist und deine Last leicht ist, Gott. Wir bitten dich, weiterhin die Ketten zu brechen, die uns gefangen halten, und uns zu erlauben, auf den Flügeln wie Adler zu steigen und in das Neue einzutreten, das in uns entsteht, dass wir die Kraft deines Geistes, der in uns wirkt, erleben können, dass wir Großes vollbringen können, dass wir uns auf deine Versprechen verlassen können und wissen, dass du alles erfüllen wirst, Herr.
Wir bitten dich, weiterhin der Autor und Vollender unseres Glaubens zu sein, uns zu helfen, jede Hürde zu überwinden und jede Ziellinie zu überqueren, die uns präsentiert wird, dass wir uns an deine Kraft klammern können, wissend, dass selbst wenn wir 7-mal fallen, werden wir wieder aufstehen, denn deine Gnade ist immer größer als unsere Fehler, Vater. Wir bitten dich, weiterhin unseren Geist mit dem heiligen Feuer des Himmels neu zu entzünden, dass das Licht des Himmels unseren Weg erleuchtet, die Dunkelheit entlarvt und die Angst vertreibt, dass deine perfekte Liebe unsere Gedanken erneuert, unsere Seelen belebt und unsere Gaben freisetzt, dass Heilung auf deinen Schwingen kommt und dass deine Gegenwart Befreiung bringt, Herr. Wir bitten dich, weiterhin zu transformieren, während wir in dir bleiben, dass wir gute Früchte bringen können und dass selbst trostlose Orte durch deinen Geist zum Leben erweckt werden, dass unsere Tage des Mangels enden und wir in eine Zeit der Versorgung, des Wachstums und der Ernte eintreten können, dass wir in unser Schicksal eintreten können, im Überfluss an Segnungen und Wohlstand, Vater. Wir bitten dich, weiterhin an uns zu formen, ein Meisterwerk zu sein, das unsere Narben von Stärke erzählen und das selbst inmitten von Zweifeln an deinen Ruf glauben können, dass wir uns in deine Souveränität ausruhen können und den Weg gehen können, den du für uns beleuchtet hast, wissend, dass du bei uns bist, Schritt für Schritt, Herr. Wir bitten dich, weiterhin zu führen und zu schützen, dass wir in deinem Willen bleiben können und dass keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, Erfolg haben wird, dass wir unsere Augen auf dich gerichtet halten können, wissend, dass du einen Durchbruch vor uns bereitest und uns jetzt salbst, dass du uns für unser Schicksal salbst, Vater. Wir bitten dich, weiterhin deinen Geist in uns zu gießen, dass wir dein Licht in eine Welt strahlen lassen können, die es so dringend braucht, dass wir deine Gefäße sind, deine Stimme, um Herzen zu erwecken und deine Botschaft von Liebe, Hoffnung und Frieden zu bringen, wohin wir auch gehen, im Namen Jesu. Wir beten, Amen. Liebes Kind, lieber Sohn in Christus, lasst uns ein aufrichtiges Amen in den Kommentaren hinterlassen und mit einem Herzen, das immer noch voller Glauben ist. Betet mit mir das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Schreibt Amen in die Kommentare, um dieses Gebet zu besiegeln, bitte. Wenn Sie noch nicht auf dem Kanal abonniert sind, abonnieren Sie und werden Sie Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft. Wenn Sie in Ihrem Herzen den Hauch des Heiligen Geistes spüren, der Sie drängt, noch einen Moment länger in seiner Gegenwart zu bleiben, klicken Sie einfach auf das Video, das jetzt auf Ihrem Bildschirm erscheint. Klicken Sie jetzt und lassen Sie uns gemeinsam zum Ruhm und zur Ehre des Herrn, unseres Gottes, gehen.